Nach unserem Umbau haben wir natürlich erstmal unsere Tiefkühlabteilung komplett auf den neuesten Stand gebracht, was energetisch und Design angeht. Designtechnisch haben wir uns jetzt eben entschieden, neue Tiefkühltruhen reinzunehmen in einem dunkleren Design und unterstützen dann die ganze Abteilung mit unseren auffälligen blauen Licht oben drüber, was dann die ganze Abteilung eigentlich in so eine ganze Tiefkühlwelt verwandelt. Es kommen ja auch immer wieder neue Sachen dazu, jetzt mit Feinbackwaren, mit Fleisch. Das ist einfach so viel Variation da drin, das gehört immer dazu und bleibt auch immer dabei. Die Wagner Pizza ist übrigens nicht unsere Eigenmarke. Ja, also Verbundplatzierungen spielen wir immer mal saisonal, wechseln wir auch alle paar Wochen dann mal durch. Momentan haben wir bei der Pizza einen passenden Wein dazu oder auch einen Pizzastein, wenn jemand seine Pizza auf dem Grill machen möchte. Wir haben passend zu den Aufbackbrötchen haben wir Frühstück, Aufstriche, Marmelade. Ganz neu haben wir San Luca Eis, was wirklich einen sehr hohen Fruchtanteil hat. Dann haben wir asiatische Spezialitäten, eine ganz große Produktschiene. Also eine ganz große neue Besonderheit ist, dass wir jetzt aus der Region, knapp 20, 30 Kilometer von hier, direkt vom Bauernhof Strohbullen bekommen. Super Qualität, tolles Fleisch haben wir jetzt auch in der Tiefkühlung. Da haben wir einmal Burger Patties, wir haben Korean Short Ribs, die man sonst auch üblicherweise nicht in der Tiefkühlung findet, aber auch Hackfleisch oder Cevapcici, Bratwürste. Die Leute lieben regional, das ist immer ein gutes Verkaufsargument.